herzlich willkommen zurück hier bei Far Cry. Ja. Ja, wir kämpfen immer noch gegen diese Yuma. Gegen diese. Oh, upsala. Übertrieben vielen Typen, Alter. Wenn es richtig hart fertig machen. Ja. Genau, und wieder der Löwe, ey. Okay, wo da? Ah, ich muss ihn erstmal mit dem Pfeil treffen. Wo ist er? Hä? Okay, zack. Oh, daneben. Was? Bist du, Alter? Alter. Genau. Jetzt geht uns gleich der Tiger wieder, Mann. Wie schlecht schießt du eigentlich? Okay. Oh, heilen. Wo bist du? Da läuft er. So, und jetzt Takedown. Das war jetzt irgendwie sehr schnell vorbei. Wahrscheinlich haben die Attacken von der Vorrunde auch dazu gezählt. Ohne es zu wissen. Und lol. Mission beendet. Vergeltung. Jawohl. Amita, Yuma ist tot. Das Ende der Dämonen von Durgesh. Keine Sorge, AJ. Hagan ist der Nächste. Kann man hier irgendwie das Interface? Zack. Kurz, für das Screen gemacht. Ja, wir haben jetzt Fähigkeiten. 8 Punkte, Alter. Zack, machen wir da was rein. Na komm, boosten wir mal das Karma hier. Ja, 5 Mal haben wir schon, Alter. Haben wir sonst schon alles fertig? Herstellung, ich weiß gar nicht. Fehlt mir immer noch eins, aber ich weiß ja nicht, wo das ist. Ich habe es auch auf der Karte auch nicht gesehen, weil das sind die Geiselrettung Filter. Wir suchen ja nach dem hier, nach so einem Elefanten. Oh, da. Und der Elefant? Wo ist denn ein Elefant? Da ist kein Elefant, da ist kein Elefant, da ist kein Elefant. So. Da ist kein Elefant. Hier ist nirgendwo einer. Da ist keiner. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Da ist keiner. Da ist keiner. Nirgendwo ist ein komischer Elefant. Hier geht's zur nächsten Kampagnenmission. Aber, wie schon gesagt, wir wollten uns ja um die Festung kümmern. Und das werden wir jetzt auch tun, wenn es mal schneller laden würde. Jawohl. So, oh, wir sind geduckt. Ja, ja. Das sieht mich wenig. Wir haben jetzt AA-52. Okay. Ah, okay, Alter. Munition nachfüllen. Munition voll. Wir haben nur 28.000, Alter. Puh. Ah, hätte ich vielleicht nochmal zu Hause. Also.
also hier bei dem Haus vorbeischauen müssen, damit wir da ordentlich Stuff kriegen für die Herstellung von Spritzen. Aber tja, dem ist leider nicht so. Wir müssen hier nach rechts. Kleinen Moment, mein Platz ist mal wieder auf dem Tisch. So. Und da ist er auch schon wieder runter. Es ist nervig. Ich weiß nicht, warum ich seit neuestem so viel immer auf den Tisch bringen muss. Super. GG. Jetzt dachte ich, man kommt hier mal lang und voll verkeckt. Alter, mal ganz ehrlich, wie zum Teufel wollte der gerade seinen Wingsuit aufmachen? Er macht so die Arme auseinander und klatscht einfach auf den Boden. Was ist bei ihm verkehrt? Hallo? Wie dumm? Kann ich einfach nicht verstehen, wie dumm. Glückwunsch, jetzt sind wir schon wieder hier. Und ich wette, diesmal steht hier kein Fahrzeug. Na doch. Ja, und ich will immer noch. Weißt du, ich mach mal dahin, dann können wir da den Weg laufen. So richtig unnötig war das. Jawohl. Danke. Hinterhalt, ja, du bist der Hinterhalt, Alter. Meine Fresse. Brüder und Schwestern, die Royal Army greift den Außenposten an. Wir haben hart gekämpft, um ihn zu sichern. Jetzt kämpft, um ihn zu behalten. Kriegt Hilfe! Ich spreche heute zum Thema Familie. Nee, danke. Ich habe gerade keine Zeit. Oder? Ach. Sie nicht eines der wichtigsten Dinge im Leben. Ich verlor heute einen Teil meiner Familie. Die geschätzte. Die müssen ja helfen, oder? Alter. Oh. Ist hier immer noch das Event oder nicht? Nee. Denkt daran, wenn ihr heute Abend zu euren Handeln. Oh, super, Alter. Und wir verfolgen. Lass uns als Familie. Weißt du, und deswegen haben wir so schön viel Stuff von der Spritze. Alter, macht eine blöde Pfeife aus. Toll. Richtig unnötig gerade schon wieder. Ey, es läuft einfach diese Folge nicht. Das ist doch nicht wahr. Ihr hört den Sender Preis Kyrat. Ich bin Ravi Ray Run. So. Das, sorry, da ist eine grüne Pflanze. Das heißt, wir kriegen eine Heilspritze. Die muss ich mal gerade abernten. Was pflanzt du dir? So, so eine normale Vögel. Ich dachte, das wäre so ein Adler gewesen. Da war eben irgendein Tier. Schneeleopardenfell. Das bringt auch gut Geld. Gleich einsacken. Und haben noch einen Köder dazu gekriegt. Okay, jetzt sollten wir uns mal hier so auf eine Anhöhe begeben. Irgendwie hier so hin. Also rechts zu dem Berg hoch. Ja. Also, da war nur eine grüne Pflanze, aber egal. Ich hoffe mal, dass wir nicht allzu oft die brauchen werden. Hier noch höher hingehen. So. Da
Da ist Pergamins Festung. Da ist wieder ein Schneeleopard. Aber ich wäre gerne noch eine Etage höher. Deswegen. Zack. Auch getötet. Weißt du, in die eine Folge suchen wir das Tier bis zum Umfallen und jetzt läuft es uns als gerade in die Hände, Mann. Das Heck kannst du ja sonst so entchecken, aber es wäre nervig, wenn uns das Vieh einfach von hinten als angreifen würde. So, ich denke mal von hier aus hätten wir einen ganz guten Aussichtspunkt. So. Wir befreien hier noch die Geisel. Ich war sicher, dass ich sterbe. Ja, ja. Ich schulde dir was. Toll, schön. Können wir gleich mal unser neues Gewehr ausprobieren. Gut, da haben wir einen Alarm. Da haben wir den zweiten Alarm. Dann haben wir den dritten Alarm. Die sollten wir zuerst ausschalten. Kriegen wir denn alle drei hin? Nein. Aber zwei von drei kriegen wir hin. Der hat keinen Schalldämpfer, Alter. Oh, schallt das. Nicht entdecken, nicht entdecken, nicht entdecken. Ich habe den dritten Alarm noch nicht ausgeschaltet. Wo bist du denn? Der Typ. Nicht gut, gar nicht gut. Hilf mir, bitte. Alter, damit kann ich selbst die Typen one-shotten. Oh. Das durchhämmert jede Rüstung, Alter. Aber ich muss wissen, wo der Typ da hinten ist. Weil ich sehe ihn jetzt nicht. Ich sehe, dass der dahinter ist. Aber der läuft mir zu viel. Haben wir auch gekillt. Ich kann mir vorstellen, dass der da oben irgendwo ist, aber ich sehe ihn nicht. Okay, krass. Da hat wohl irgendwer das Fort auch noch angegriffen. Also die Festung von Pergamin. Die angeblich mega gut verstärkt sein soll. Oh fuck. Oh scheiße. Meine Kraste, Mann! Bring den Scheißkerl um! Gebe indirekten Feuerschuss! Los, geh rein, geh rein, geh rein, Mann! Bitte 30 Sekunden da! Oh. Scheiße. Nimm den Finger nicht vom Abzug. Wir kommen aus der Luft. Oh Mann. Das Problem sind eher die hier am Boden. Die Einheiten. Ich hab mehr getötet, als ich mir vorstellen kann. Oh.
Ja. Weil ich euch alle fertig machen werde. Wo bist du? Ja, wir haben Pergamins Festung, Alter. Alter, krass. Und warum zum Teufel ist hier das letzte Ding, Alter? Warum? Warum, Alter? Was macht das für einen Sinn, ey? Weißt du, kannst du dich ja nie voll ausrüsten, bevor du die Festung hier angreifst. Es ist einfach nicht possible, Alter. Aber krass, Alter. Aber ich finde, das Gewehr ist zwar nicht leise. Meine Bekannte ist schon so lange im Gefangenenlager. Aber ganz ehrlich, Alter, zum Glück habe ich das trotzdem genommen, weil wir konnten die dick gepanzerten Typen einfach wegflexen, Alter. Richtig hart Kopfschuss, wie die auch weggeknallt sind, ey. Es hat immer einen harten Rums gegeben. Richtig krass, Alter. Vor allem, was ist das für eine komische Festung, Mann? Ich kann ja verstehen, aber ich hätte für ihn eigentlich von ihm mehr erwartet, wie das hier auszusehen hat. Aber wir wollen uns auch nochmal hier schnell das letzte Ding holen. Weil dann haben wir das auch. Ist oben vielleicht? Keine Ahnung. Zack, hier hoch. Und das ist unten im Keller. Oh. Vier. Jawohl. Zack. So, nehmen wir wieder unsere Primärwaffe hier. Ja. Ist das vielleicht hier oben? 10 Bolzen, Alter. Hä? Ist das etwa... Was ist das hier unten? Ach, da ist es. 45.000, Alter. Krass. Kyra Zwischenweg. Oh. Kein normaler Elefant. Lol. Warum reden die nicht? Alter. Hauptsache, es wird nicht geredet. Zum Glück ist der Untertitel aktiviert, da könnt ihr es lesen. Müsst ihr ja nicht kurz drauf achten, wie ich da hinlaufe oder fahre. Alter, wie viel passiert hier in der Folge? Wir haben Yuma gekillt, wir haben Pergamins Festung eingenommen. Gib mir bitte. Ich tausche gegen das Snipergewehr, okay? So. Jetzt sind wir ready. Erledige die Dickhaut mit Feuer, Alter. Oh. 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 Da hat uns der Elefant zerquetscht. Das war nicht so cool. Gleich nochmal probieren. Vielleicht müssen wir uns irgendwo draufstellen, wo der uns nicht erwischen kann. Das wäre vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Idee. Jetzt ist er wenigstens da drin. Wir können hier aber nur dazu, glaube ich, drauf. Alter. Nachladen. Oh, scheiße, Feuer. Scheiße, nein. Elefant. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Alter. Ach. Alter. Es hat gebracht. Es hat geklappt. Alter, wie soll ich den... Alter, im Feuer, Mann.
ist der Chiffon. Ich hab jetzt alles. Was jetzt? Perfekt. Komm schnell zurück ins Studio. Die Kyrat Fashion Week fängt bald an. Die Gäste treffen schon ein. Die Kameras laufen und die Welt wartet voll atemloser Spannung auf die Präsentation von Krieg Couture. Aha. Okay. Damit haben wir Herstellung auch alles abgeschlossen. Guckt euch das an. Jetzt wisst ihr, wo ihr wenigstens die Sachen herkriegt. Fähigkeiten, 3 Level. Ach, komm, hier in Karma machen wir das mal rein. Wozu auch nicht. Falls wir noch 2 Level steigen, dann... der hat eben was von einer Kyrat... keine Ahnung was gelabert. Wo ist denn das? Wird das irgendwo auf der Karte aktualisiert oder jetzt sonst irgendwas angezeigt? Propaganda. Da. Haus von Chiffon. Dann werden wir uns das mal noch angucken, würde ich sagen, oder? Dann kriegt ihr nur eine kleine Modenshow. Nein, ich will noch nicht raus. Bevor ich hier weggehe, ich will nicht mit dem Flammenwerfer anhalten, Alter. Was will ich damit, Mann? Gib mir mein richtig nices Gewehr wieder. Okay, die haben wir auch freigeschaltet. Zack, jawohl. Einzigartiges. Die Ripper. Die Ripper macht mir Schaden. Hat. Ja, Schussfrequenzbeweglichkeit. Shredder, nee. AMR, haben wir doch. Ist das schon ausgewählt, lol? Gut. Ach, wir haben die Bushmen nicht dabei. Okay. Krass. Hä? Jetzt haben wir. Alter, warum? Ich will doch nur meine Waffe dabei haben. Was ist daran denn so schwer, Mann? Einzigartiges. Auswählen. Die kommt jetzt nach da, ja. So, und die kommt wieder nach da. Zack. So, jetzt haben wir... ja, wir haben auch nicht alles dabei. Gut. Auf zu den Fritzen da oben hin. Lauf. Schneller. Noch kurz das Grüne hier hinten, dann kriegen wir eine Spritze. Hauptsache, hier laufen einfach noch welche rum. Einfach so randommäßig. Mitten im Nichts. Alter, warum muss denn sein Haus immer so weit weg sein? Hätte man doch mit dem Auto fahren können. Boah. Hallo? Was? Lesen. Fischmeck, AJ, es tut mir leid, schon was vorläufig. Ich habe gesagt werden, ich habe befürchtet, dass dieser Tag kommt. Min hat mich gefunden, die Berichte über. Tasche haben wir aufmerksam gemacht. Alles klar. Dein Freund Mumu. Er hat es also nicht geschafft. Hätten wir vielleicht erst Min töten sollen, bevor das passiert, oder wäre der so oder so abgehauen? Das frage ich mich. Aber damit verabschieden wir uns aus Far Cry 4. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein.